Hallo zusammen, ihr E-Bike-Süchtigen und Fatbike-Süchtigen. Heute will ich mal darüber sprechen, wie das so ist, wenn mal was kaputt geht. Und sowas passiert ja immer oft. Gerade unerwartet. Und wenn man sich so ein online so ein Bike gekauft hat, ist es schon ein bisschen komplizierter. Deswegen, wie ist der Kundendienst überhaupt bei Hemiway? Sagen wir mal, der Motor geht jetzt kaputt. Okay, dann schreibt man da erstmal hin. Dann bekommt man wahrscheinlich am anderen Tag eine Antwort. Und dann fordern die einen auf, ein Video zu machen und in dem Video zu zeigen, was genau dran kaputt ist. Dann ist das erstmal ein Hin und Her geschrieben. Und irgendwann klappt es auch, dass man den Motor zugeschickt bekommt. Okay, soweit ganz gut. Dann sollte man sich erstmal einen Fahrradladen suchen, der das auch einbauen kann. Was gar nicht so kompliziert ist. Sollte der Motor kaputt sein, wird er einfach aufgeschraubt und rausgezogen und in den anderen wieder rein. Das war schon. Aber es gibt ja auch wirklich Menschen, die nicht so, wie sagt man das jetzt, ja, Talent haben für so Reparaturenarbeiten am Bike. Was ich gerne mache und es liebe, da rumzubasteln. Deswegen sollte man immer genau überlegen, kaufe ich mir ein Fahrrad im Geschäft, wo ich es jederzeit hinbringen kann und die reparieren es, oder ich kaufe es mir online, was billiger ist, aber dann alles ein bisschen komplizierter wird. Und ist der Kundendienst jetzt gut? Er hat sich verbessert. Am Anfang war es echt kompliziert, da was zu bekommen. Oder bis sie es mal verstanden haben, was genau los ist. Jetzt ist es schon wirklich besser geworden, dass man schnell die Teile bekommt und ja, trotzdem hat man noch ein bisschen hin und her geschrieben, aber es klappt schon. Aber auf jeden Fall, man muss auch überlegen, das Bike kostet nicht viel. Ist klar, dass die irgendwo Abstriche rausziehen. Ist klar, dass die nicht rauskommen, dass die nicht von China hier rüberfliegen und dein Bike reparieren, ne? Das ist ja ganz logisch. Aber ich denke mal, jeder von euch, der so ein Fahrrad sich kauft, der kann auch ein bisschen basteln und schafft das schon. Wenn ihr jetzt nicht wisst, über was für ein Bike ich spreche, unter meine Videos sind die alle verlinkt. Dann könnt ihr genau nachgucken, um was es geht. Auf jeden Fall sollte man keine Angst haben, es sich zu bestellen. Es wird immer gut ankommen, gut verpackt und alles ist in Ordnung. Okay, und der Kundendienst macht seinen Teil ja auch. Es dauert halt ein bisschen länger alles, als ob man eben kurz nach dem Geschäft fährt und sich da alles machen lässt. Aber man bekommt seine Sachen, die kaputt gegangen sind. Und man muss auch echt dazu sagen, für diesen Preis sind die Bikes echt top. Die machen einfach Spaß und ja, das soll es ja auch. Solange es Spaß macht, und dann sollte man auch keine Bedenken haben. Aber jeder sollte ja für sich genau wissen, was für ein Bike er möchte. Ob es jetzt kompliziert ist oder nicht. Es soll Spaß machen. So, ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen coolen Tag und ciao.